Putin und die rote Linie der Ukraine. Der russische Präsident hat während des Investitionsforums Russland ruft, welches durch die Bank WTB ausgerichtet wird, die Hoffnung geäußert, dass die Lage in der Ukraine nicht bis zur Erreichung der roten Linie führt. Sollten in der Ukraine irgendwelche Raketenkomplexe auftauchen, irgendwelche Angriffstechnik mit einer Anflugzeit bis Moskau von 7 bis 10 Minuten oder aber Hyperschallbewaffnung mit einer Anflugzeit von 5 Minuten stationiert werden, was bleibt uns dann übrig zu tun? Wir werden dann etwas Ähnliches für diejenigen organisieren, die für uns diese Bedrohung organisiert haben. Können Sie sich das vorstellen? Und wir sind in der Lage, dies zu organisieren, und zwar schon jetzt. So Putin. Putin erinnerte, dass die russische Armee Anfang 2022 neue Hyperschallraketen erhalten wird, welche von Schiffen der Seekriegsflotte gestartet werden und eine Geschwindigkeit von 9 Mach entwickeln. Die Vorwarnzeit für diejenigen, die uns bedrohen, beläuft sich auf genau 5 Minuten. Diese Bedrohung ist für uns die rote Linie. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, so Präsident Putin.